Achso, Plastik wollte ich gucken. Plastik. Hier. Da kommt Plastik. Einsammeln. Sofort klauen, bevor mir das irgendjemand wegnimmt. So, ich hätte gerne einen roten Chip. Das ist erbärmlich, ist das einfach nur. Es kommt viel zu wenig Öl an. Plastik. Plastik. So. Zweiter Chip. Das wird so nie irgendwas. Ich wollte doch nur eine Kiste bauen. Hier, Active Provider Chest. Oh, wir hatten davon schon welche. So, du. Du produzierst jetzt Chips en masse. Das Ganze könnten wir hier unten nochmal bauen. So, du bekommst von da deine Ärmchen. Kriegst du welche ab? Nö, du kriegst keine ab. Der lässt durchgenommen arbeiten. Nö, gut, wir brauchen keine zweite Fabrik. Wir können die hier einfach schneller machen. Produktivität, so. Geschwindigkeitsmodul haben wir auch noch. Arbeite schneller. Arbeite schneller und produktiver. Und das fühlt sich hier richtig schnell. Aber okay, Kupferdraht ist ja auch nicht so wertvoll. Also kann da ruhig was kopiert werden. So. Ja, ja, sehr schön, sehr schön. Vor allem, aha, okay, also die Provider Chest ist hier. Die Requester Chest, die grüne Chips haben will, ist hier. Und anscheinend, da es nah genug dran ist, wird es hier auch eher befüttert. Und wir machen hier mal nicht so viele Einer, sondern machen dich zu einem Zehner. Und dann dürften da jetzt auch mehrere Roboter gleichzeitig hinfliegen. Warten wir mal kurz ab, es hat immer eine Verzögerung drin. Ja, jetzt fliegen da mehrere hin. Ah, sehr gut. Also, es gibt sehr viele feine Details bei den Robotern, die man beachten muss. Gerade das mit dem 10 und den 1 hier. Wenn man nur 1 einstellt, fühlt sich auch immer nur ein Roboter angesprochen. Das heißt, es fliegt ein Roboter hier hin, legt das ab, der eine Roboter fliegt weg, dann merkt die Kiste, oh oh, ich soll mit einer drin haben und ruft wieder nach einem Roboter. Also es dauert irre lange, bis das Ding, ne, was bekommt. Bei 10 sind es dann halt 10 Roboter gleichzeitig. Das heißt, es wird wesentlich öfters befüllt. Ah, und die Ärmchen fliegen alle hoch. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also das hier war eine sehr gute Idee. Kupfer. Das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass das Ding nicht hinterherkommt. Das heißt, wir bräuchten noch mindestens einen davon. Der braucht wieder rote Chips. Ich brauche Plastik. Nicht gut. Gar nicht gut. Aber es klappt. Also die Roboter werden beständig mehr. Ich sollte mal ganz kurz gucken, was mein Skynet-Fabrikator macht. Hier. Ich sehe die nie arbeiten. Also ich sehe nie, wie hier neue Roboter hergestellt werden. Aber das muss eigentlich irgendwo passiert sein schon. Es ist nämlich alles vorhanden. Warum nimmst du den nicht raus? Weil hier schon 3 drin sind. Es fehlt nur... Ah, da, ein Roboter. Jetzt gucken wir mal, wie ein Roboter einen Roboter abholt. Irgendwann irgendwo. Du bringst ein Engine. Ah, da. Roboter hat Roboter abgeholt. Roboter wird in die Storage Chest gebracht, warum auch immer. Wird da abgeladen. 18 Logistikroboter. Die lasse ich erstmal drin. Warum werden die nicht hier abgeladen? Du hast einen Job. Logistikrobots. Achso, aber auch wiederum nur 10. So, warten wir mal. Jetzt müssten gleich ganz viele Roboter ankommen. Die Roboter tragen, hier reinwerfen. Das Ärmchen, das die hier reinlegt. Und die Roboter fliegen dann von alleine los. Ja, wie geil. Wie geil. Weep, 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 weep. Und die Armee wächst. Ach du Kacke. Sehr schön. Ich warte schon auf die ersten Lex-Bikes. Ja, 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 ja. Okay. Wuselt weiter, meine Minions.
Wie schaut's hier aus? Chip-Produktion ist ein bisschen in Stocken geraten, weil hier halt nicht genug und nicht schnell genug Kupfer produziert wird. Da kommt gerade gar nichts an. Das ist echt mau. Oh, und ich werde endlich mal mit roten Chips beliefert. Wurde ja auch Zeit. Aber das Rotchip-Problem hat eine sehr einfache Ursache. Unser Öl ist für den Arsch. Also das, die Aufbereitung und Weiterverarbeitung, das ist einfach alles doof da hinten. Ich habe jetzt aber keine Lust, das komplett abzureißen, weil während der Zeit, wo wir umbauen, was recht lange dauern dürfte, haben wir halt keine Rohstoffe. Das heißt, ich werde ein komplett neues System aufbauen, und zwar hier oben. Und dann, wenn das System oben läuft, dann modden wir das hier ein. Das macht auch einigermaßen Sinn. Ich werde es von vornherein so konzipieren, dass es möglichst viel Platz in Anspruch nimmt, damit wir kein so ein krampfhaftes Gewusel mit Rohren haben wie hier und dass man später auch noch ausbauen kann. Also, es fängt für mich an mit Storage Tanks. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5 Storage Tanks in Reihe, wo Rohöl drin ist. Das ist für mich ganz... Ja, wo kommt das hin? Ganz oben müssen die Tanks dann hin und dann bauen wir den Komplex nach unten. Theoretisch hatten wir hier auch noch Platz. Dass hier das Erz verarbeitet wird und hier das Öl. Aber der Platz wird hier nicht reichen für Ölverarbeitung. Wir könnten den gesamten Block hier nutzen für Ölverarbeitung. Aber da ist Wasser überall zwischen und es ist doof. Aber es wäre schon praktisch, nur eine Bahnstation zu haben für die Basis. Die sollte halt hier irgendwo sein, damit die Erze abgeladen werden und dahin gebracht werden. Nö, das klappt nicht. Okay, also unten Erze, oben Öl. Das ist der neueste Plan. Werden ein paar grüne Tränke produziert? Ja, Forschung geht auch voran. Gut. Also, unten Erz, oben Öl. Das heißt, wir müssen ganz oben, wo die Bahnstation geplant ist. Das ist viel zu viel Platz für eine Basis, oder? Weiß ja nicht. Akkus, oh, wir haben es Nacht und die Akkus sind voll. Warte mal. Produktion. Wer ist hier mega faul? Wir produzieren 9,6 Megawatt. Ah, okay, jetzt kommt der Haken. Jetzt wird der Akku langsam leer genuckelt. Aber sehr langsam. Da schießt gerade irgendwo irgendwas. Oder warum haben die Lasertürme gerade einen Verbrauch? Oder verbrauchen die im Standby so viel? Nee, aber es hält sich. Das hätte ich echt nicht gedacht. Also zwischendurch verbrauchen wir mehr, als wir haben. Dann wird der Akku kurz benutzt. Aber wenn der Akku dann nicht benutzt wird und wir nicht mehr so viel verbrauchen, wie wir haben, dann füllen die sich ja wieder. Und jetzt geht die Sonne schon ganz langsam wieder auf und das Solarpanel bekommt wieder Energie. Das ist sehr gut. Hätte ich echt nicht gedacht. Okay. So, hier oben. Okay, fangen wir hier oben an. Das heißt, hier oben, was ziemlich weit oben ist, aber hier oben kommt der Zug später an. Der Zug, der nur für Öl kommt, beziehungsweise der Stopp von dem Zug für das Öl. Und das Ding hier wird ja später abgerissen, weil irgendwann da gar kein Öl mehr drin ist, was aber noch nicht der Fall ist. Momentan ist es noch ziemlich voll hier. So. Was kommt dann? Also von oben kommt das Öl, sollte relativ mittig sein. Also eigentlich schon die Pipe, die wir hier haben. Aber wir werden nicht die Pipe jetzt nutzen, sonst wird das halt bei uns zu Hause quasi unterbrochen. Das wäre doof. Tank. Wollen wir zwei Tanks nehmen? Also zwei Systeme quasi. So und so. So
So müsste es weitergereicht werden, ne? Da kommen wir nicht zwischen, ist okay. Brauchen wir Tanks. Tank, Tank. Problem ist, dass jetzt schon das hier im Weg ist. Ich mache das einfach hier. Hier ist jetzt mal eine neue Mitte. Und ich überlege es halt mit zwei Reihen zu machen, weil ich denke, dass eventuell nicht schnell genug Öl sonst hinterherkommt aus dem System. Wenn es nur eine Reihe ist. Also ähnlich wie bei dem Wasser. Also Tank da. Tank, Tank, Tank. So, das heißt, von oben kommt irgendwo... Ich brauche wieder schon mal auf Vorrat ein paar mehr Röhren. Da. Von oben kommt irgendwo Öl. Zweimal. Also die werden aus Fabriken nämlich entleert. Haha, ich muss die Fabriken noch bauen. Da und da. Deren Job ist es, Öl auszukippen. Der Ausgang dafür ist unten. Dein Job ist es, Öl auszukippen. Kommst nach unten. Der Baum hier muss weg. So, dann produzierst du dabei leere... Also brauchen wir wieder Strom. Strom, 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 Strom. Strom, Strom. Ist nicht viel, aber ja, zwei Masten sind okay. So. Also es kommen von oben die Fässer an. Die schnappst du dir. Und du schmeißt die fertigen Dinger raus. Einfach auch wieder in die Richtung. Fertige Kisten kommen dahin. Warum ist hier oben so ein komischer... Achso, das ist die rudimentäre Verteidigungsanlage, die ich gebaut habe. Ja, okay. Die rudimentäre, provisorische, prophylaktische Verteidigungsanlage. Ja, also leere Fässer kommen da wieder raus. Die werden nach oben gebracht zu dem Zug, damit der Zug die leeren Fässer wieder mitnimmt. Volle Fässer werden hier angeliefert, hier reingeschmissen, bekommen Öl. Das Öl geht nach unten. Öl, 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 Öl. Drei Tanks füllen sich mit Rohöl. Das müsste reichen. So, die verbinden sich hier, sobald ich jetzt hier zwei Rohre nebeneinander lege. Das heißt, wir könnten durchgehend zwei so haben. Raffinerien. Können wir die herstellen oder brauchen wir dafür was anderes? Chemical Plant. Nein, wir brauchen die da. 10 Stone Bricks. Es wirft mich jedes Mal aus der Fassung, wenn ich keine Steine habe. Ich versuche hier Hightech-Fabriken aufzubauen und was weiß ich. Und immer wieder mangels an Steinen. Aber gut, wir haben hier zwei komisch platzierte Steindinger. Und ich habe die blauen Chips komplett vergessen. Aber ja, für die blauen Chips machen wir das auch. So, wo ist das komisch vergessene Steinding? Das war doch hier irgendwo. Da. Ah, Stein ist alle. Super. Oh, aber wir haben genug Stein abbekommen. So, weg, weg. Weg, weg. Okay, wir hätten gerne 4 Oil Refineries. Ja, und Forschung ist durch. Wo wir gerade dabei sind, mach Oil Processing Research. Das wird nämlich wichtig, weil wir brauchen das ganze Roh- und Leichtöl nicht. Wir brauchen fast nur... Was zur Hölle? Was? Ich glaube, die Idee mit den Robotern produzieren Roboter artet langsam echt aus. 36 Roboter, die gerade nichts zu tun haben. Okay, Jungs. Okay. Oh, Eisenplatten fehlen. Sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Ich bin total aus der Fassung gebracht. Was wollte ich jetzt machen? Ich habe da Logistikroboter im Inventar, warum auch immer. Und Holz. Ich wollte die Ölraffinerien bauen. Wo geht man da hin? Oil Refineries, genau, die werden gerade gebaut. Oh, ich habe keine Ahnung mehr. Das sah echt komisch aus. So eine ganze Schlange aus hintereinander angereihten Robotern. Skynet, magst du bitte mal
Du brauchst Batterien, hast zwei. Du brauchst rote Chips. Ja, du. Hör mal auf. Du baust bitte erstmal gar nichts. Ich will momentan nicht mehr Logistikroboter haben. Das könnte sich vielleicht noch ändern, aber. Jetzt erstmal nicht. Jetzt stellst du auch keine Flying Robot Frames mehr her. So sparen wir uns nämlich jetzt die Chips, den Stahl und die Batterien. Wollte ich noch irgendwas? Oil Refineries habe ich jetzt, glaube ich. Ja. Chemical Plant. Was fehlt da? Iron Gear Wheel, weil ich die Eisenplatten weggeworfen habe. Runter, runter, runter. Forschung sieht gut aus. Hieraus sollten wir eine Provider Chest machen. Jo. Aber schon wieder die Schlange. Dass das kein Leck verursacht, irritiert mich vollkommen. Es sind jetzt schon so viele Roboter. Guckt euch das an. Übel. Okay, also wenn das weiter so läuft und es kein Leck verursacht, dann ist es absolut kein Problem, eine Basis komplett ohne Fließbänder herzustellen. Ah, das ist krass. Ich glaube, wir brauchen bald neue Logistikkisten.